Neuer Part? Ich glaube schon. So, was ist hier noch? Oh, eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte! Was ist hier dran? Holalalalal. Schatztruhen! Rache des Zeus! Bombensplitter! Scheiß! Bombensplitter brauche ich nicht. Turbo-Aether! Ja! 2000 Gil! Ja! Ja, die ist leer. Nix! Monsterfibel! Nix! Antarktiswind! Danke für eure Schätze! Haha! Ausgeraubt! So, da ist nix, 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 nix. Wir wollen ins Inn, nix, 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 nix. Lass uns hier schlafen, nix, nix, nix. 300 G, Mensch, ey, das können wir mal hier. Da fällt uns ja mehr aus dem Bus, wenn wir die der Tasche nachlaufen. Ja, so geht das Sprichwort. Da fällt uns mehr aus dem Bus, wenn wir der Tasche nachlaufen. Oh Mann, was war das für eine Nacht, ey? Voll auf Drogen gewesen, konnte kaum richtig pennen. Da ist nichts drinne, da ist nichts drinne und die schwulen Zwerge wollen wir mal hier nicht bei ihrer Freizeitbeschäftigung stören. Geh aus dem Weg, du Sack! So, danke für eure Gastfreundschaft, ihr Pisser. Jetzt werden wir unsere Reise fortsetzen. Da ist eine Höhle! Eine Höhle! Eine Höhle! Eine Höhle! Was ist in der Höhle? Was ist in der Höhle? Versiegelte Höhle. Oh, das klingt nach. Das klingt nach der richtigen Höhle. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Die richtige, die wollen wir noch gar nicht finden. Lalala, wir wollen erstmal hier lala lang. Da ist nix, das ist schön. Die Höhle finden wir schon irgendwann wieder. Die geht ja nicht verloren. Das Gebiet hier unten ist ja nicht so groß wie das da oben. Hier unten kann man sich ja gar nicht verirren. Das geht ja gar nicht. Das ist ja biologisch einfach nicht machbar. Eine Höhle! Ich liebe Höhlen. Ach Mensch, sag nicht, dass wir auf dem Grau nicht landen können. Endlich so viele Höhlen, ey. Oh nein, 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 diese Höhle, diese Höhle, ja, diese Höhle, das ist eine Höhle, ne? Die alter Schwede, ey, alter Schawitzki. Da will ich nicht rein. Das sage ich ganz offen und ehrlich hier. Da will ich nicht rein. Vorerst mal nicht. Wenn ich jetzt da rein muss, ne? Wenn ich jetzt da rein muss, dann ist ja in Polen offen, ist da, ja. Es ist nicht irgendwie rassenfeindlich oder so gemeint, dann ist ja aber hier. Das ist eine Scheißhöhle, würde ich mal sagen. So eine Scheißhöhle. Da gehe ich lieber hier lang. Der Schlüssel zum Siegel öffnet den Weg zum Juwel der Dunkelheit. Welcher Schlüssel könnte das wohl sein? Vielleicht dieser hier. Ba-ba-ba-ba. Oh, wie schön, wir haben eine Höhle entdeckt. Und deswegen werde ich kurz speichern. Bis gleich. Hallo, meine Hübschen, da sind wir wieder. Wir wollten gerade in die Höhle gehen. Versiegelte Höhle unter Geschoss 1. Ach, das kommt mir ja alles seltsam bekannt vor, Mensch. Obwohl wir hier noch niemals waren, kommt mir das hier sehr bekannt vor. Och nee, hier, der Klettermeister ist doch. Unser lieber Edge, der ist doch hier der Kletteraffe. Die Tür hat sich in ein Monster verwandelt. What the fuck? Eine Falltür. Falltür und so. Lustig. Ich lach mich tot. Aha! Haha! Neunte Dimension? What the fuck? Töte diese Scheißtür! Überraschung! Willst du mich jetzt verarschen oder was? Feuersbrunst! Willst du mich jetzt verarschen oder was?
Ich glaube, ich gucke hier nicht richtig, ey. Es sieht so aus, als würden wir mit dieser Scheißtür nicht fertig werden. Da kann nur einer helfen. Cecil! Ah, jetzt machen wir hier Blitzschlag. Blitzschlag! Ultra viel hat das gebracht. Stirb, du Chimera-Hirn! Du sollst dich Kane töten, die sollst selber sterben, sag ich doch. Was war das für ein Scheißvieh, ey? Boah! Das könnte mich schon wieder ausfriegen. Der werde ich aggressiv! So, einmal hier Phönixfeder und einmal da Phönixfeder und schon seid ihr wieder auf den Beinen, Leute. Das ist voll so mega. Und Cecil kennt voll so Vitra. Und Edge lernt voll so wieder am Leben zu sein. Also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich gebe ein eindeutiges Nein hier. Die Heilung ist ja echt wohl unter die Schublade, ey. Das muss ja mal gesagt werden. Was Cecil da hochheilt, das ist ja fast gar nichts. Da kann ja sogar die Rosa mehr, sag ich mal. Da muss er sich eindeutig geschlagen geben, ne? Also da gibt's von mir knallharten Nein. Und von den anderen beiden auch. Und damit bist du erstmal raus, ne? Ja, ich weiß, das war nicht die Originalstimme, bla bla bla. Das war schlecht nachgemacht, bla bla bla. Ach, was bin ich froh, dass ich keine Hater habe. Hater, ihr könnt mir nichts anhaben. Oh, schon wieder ein Tür. Diesmal werden wir dich nicht verschonen. Die Monster hat sich in eine Tür verwandelt. Wait, what? Ninjutsu, Flut! Alter, du zählst hier auf gar niemanden. Flut den Scheiß! Na, so viel hat das jetzt auch nicht gebracht, aber egal. Neunte Dimension schon wieder. Tot. Beschwören. Ja, Chocobo, ganz toll. Nein, Titan. Ninjutsu, Reißzwecke. Ich weiß immer noch nicht, was Reißzwecke bringt, aber egal. Donnerwut. Stirb, elende Tür. Stirb elendig, wie du es verdienst. Edge seine Stufe aufgestiegen, hat Rauch gelernt. Phönixfeder. Rosa. Es nervt langsam, dass ich meine Leute immer wieder heilen muss, weil mir die Medizin irgendwann ganz sicher ausgehen wird. Oder meine Magiepunkte. Die Magie von Cecil ist alle. Da muss ich schnell in den Laden und neue Magie holen. Haha, Wortwitz und so. Lustig, lustig, tralala. Ein Applaus für diesen Wortwitz. Flederratten! Flederratten? Ich dachte, das wären Fledermäuse und keine Flederratten. Aber was weiß ich schon. Blitzschlag! Wer in Pokémonologie aufgepasst hat, weiß, dass Blitze gegen Fledermäuse und anderes fliegendes Ungetier immer effektiv ist. Also Kinder, immer schön Pokémon spielen und gucken. Das dürft ihr nicht vergessen. Jetzt mach hin, Edge. Ich hab nicht jetzt Dachzeit. Aber leider nützt euch hier die Pokémonologie rein gar nichts. Haha, ist das nicht toll, Kinder? So einen Scheiß habe ich noch nie erlebt. Schweinerei! Ich glaube, es geht los. Ist Kane wirklich der Einzige, auf den wir uns verlassen können? Wir wissen es nicht. Aber wir glauben es, dass es so ist. Zack, zack, zack. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, falls ihr das nicht merkt.
Und falls doch, ich bin etwas verschnupft. So, das war schon mal scheiße, der Anfang. Aber wie ihr wisst, kann es immer noch schlimmer werden. Und in diesem Sinne sage ich erstmal Sayonara und auf Wiedersehen. Lebt wohl und ruht in Frieden. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Bis dann, Leute. Peace out. Und so.